Ja! Der nächste Song ist eine relativ zurückhaltende Aufforderung zur Zuneigung. Er heißt schlicht Praise Me. We'll be right back.
Don't turn your head. Come on and play. I'm your master. I can't give you healing. I'll be with you. It's time to decide. It's up to you. Tell me your choice. Will you follow me? I'm your master. Take my hand. Dankeschön. Danke, Oliver. Vielen lieben Dank. Der nächste Song.
Zeit muss schon noch sein. Okay. Der nächste Song heißt Hole in the World. Ist der erste Song, den wir zusammen aufgenommen haben, von daher echt ein Herzstück für uns. Der ist über einen Einzelgänger würde ich sagen, der aber doch durchaus von uns sehr arg besungen wird. Von daher, der nächste Song heißt Night Runner.
Wie ihr vorhin schon gehört habt, wir haben einen engen Zeitplan. In der Tat kommen wir jetzt auch zu unserem letzten Song, aber sorry, wir spielen ihn ja noch. Also, jeder, der jetzt hier, ich habe es schon gesehen, an manchen Stellen, der eine oder andere hat sein Herzblatt schon im Arm. Bei mir ist gerade etwas schwierig auf der Bühne, aber ansonsten, jeder, der sein Herzblatt dabei hat, darf gerne in den Arm genommen werden. Kann man so spielen? Der nächste Song handelt davon, dass man vom Weg abgekommen ist und ein neues Herzblatt per Sternenlicht zurückführt zu dem richtigen Weg. Von daher vielen lieben Dank schon mal im Vorfeld und der Song heißt Starlight. Thank you.
Vielen Dank. Hallöchen, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zur dritten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur. Hier im wunderbaren, sonnendurchfluteten Oberursel am Fuße des Taunus. Und ich habe hier eine krasse Band für euch, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Nämlich die Jungs von Dying Angel, Michael, Matthias, Chris, Chico und Mike. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Hi, danke. Weil das war ja gar nicht so geplant, weil uns ist eine Band ausgefallen und das ist das Schlimmste, das ist wirklich der Super-GAU für einen Veranstalter, wenn kurzfristig 3-4 Tage vor der Veranstaltung oder eine Woche vorher eine Band ausfällt und die Jungs waren sofort da. Ihr habt eure Elefanten gesattelt und habt gesagt, ja, wir machen das. Seid ihr im Augenblick auf Tour? Habt ihr immer eine gepackte Backline im Proberaum oder wie funktioniert das bei euch? Oh ja, ich,
Ich muss zugeben, das ist unser erstes Konzert, was wir heute spielen in der Besetzung, weil uns hat Corona ziemlich hart erwischt. Oh. Gegründet Ende 2019 und dann ging es direkt ins Corona-Jahr. Und was noch dazu kam, wir mussten ziemlich lange auf unseren Michael, auf unseren Sänger warten. Der hatte ein bisschen gebraucht, sich zu entscheiden, bei uns einzusteigen und uns zu komplettieren. Aber das war auch 21, ne? Ja. Und da waren wir noch im Corona-Jahr und deshalb sind wir froh, heute hier zu sein, unser erstes Konzert spielen zu können. Es gibt euch seit 2019. Was habt ihr vorher gemacht, bevor ihr euch bei den Dying Angels zusammengerauft habt? Also gerade bei mir ist es natürlich die doppelte Premiere, weil es auch mein allererster Gig überhaupt in einer Band ist. Nein! Doch, doch, genau so ist es. Ernst jetzt? Ja, ist wirklich so. Nee, weil du wirkst so tiefenentspannt. Gut. Ja, also es ist in der Tat so. Die Jungs geben mir Sicherheit, von daher ist das super. Ja, ich bin schon immer musikverrückt, habe auch schon immer Musik vor mich hingesungen und habe auch schon immer gerne Konzerte besucht und ja, irgendwann auf meiner Bucketlist stand Band und wir haben in der Tat eine super Kombo. Einen Tag bevor ich mich zu Hause auf der Couch hinsetzte und nach einer Band suchte, die einen Sänger sucht, haben die Jungs ihre Anzeige, wir suchen einen Sänger, rausgebracht. Also mehr Zufall geht nicht. Und dann ist auch noch der Proberaum 3 Kilometer von mir entfernt. Das heißt, ihr habt euch auch vorher gar nicht privat gekannt, ja, oder so, sondern irgendwie? Die Jungs schon, die kennen sich schon etwas länger. Aber ich durfte sie alle neu kennenlernen. Es gibt ja so ein ungeschriebenes Metal-Gesetz. Einmal in einer Band drin, dann für immer. Ist das bei euch auch so? Das kann ich jetzt so nicht ganz sagen. Ich war auch schon in 2 anderen Bands vorher gewesen und das kannst du wahrscheinlich in keiner Band sagen, dass wenn du einmal in der Band bist, dass du dann auch da bleibst für immer. Logischerweise nicht, das kann immer mal was dazwischen kommen sozusagen. Aber so generell würde ich sagen, momentan Dying Angel läuft gut. Die Band hat sich gut gefunden, wir raufen uns zusammen, wir schreiben Lieder, wir gucken, dass wir auf die Bühne kommen. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum es bei Dying Angel irgendwann mal so sein sollte, dass man es wieder auflösen oder so. Wie ist es, arbeitet ihr zurzeit, weil das ist ja für eine Band total wichtig, Videos und ein Album oder zumindest eine Single, gibt es da so Aktivitäten bei euch? Ja, wir waren im Studio dieses Jahr und haben 3 Songs als Demo aufgenommen. Die gibt es auch auf Soundcloud unter Dying Angel abrufbar, kann man die sich anhören. Video haben wir jetzt noch nicht gemacht, in Angriff genommen, weil wir jetzt erstmal spielen wollen. Das machen wir jetzt hier live. Genau, das wird ja heute Abend gemacht. Ja, genau, das ist im Moment so der Stand. Wie ist es denn bei euch, träumt ihr davon, mit den Dying Angels Profimusik zu machen, das heißt davon leben zu können, oder ist es ein vielgeliebtes, euch bis ins hohe Alter begleitendes Hobby? Also zunächst machen wir es, um Spaß zu haben. Was daraus wird, wissen wir heute noch nicht. Ich denke mal, ausschließen werden wir es nicht. Ja, und wir werden es auch jetzt nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren. Auf der anderen Seite, ja, im Moment machen wir es, um einmal selber Spaß zu haben und um Spaß zu verbreiten. Wo liegen eure Roots? Also Metal ist ja, es gibt den 80er-Metal, es gibt 70er-Metal. Also wo habt ihr eure Roots und was fließt so ein bisschen an Inspiration der großen alten Metal-Bands in eure Musik ein? Na gut, also du musst dir nur unsere T-Shirt anschauen. Ja, hier haben wir dann teilweise Guns N' Roses dabei, wir haben Anthrax dabei, wir haben aber auch Spuren von Metallica dabei. Also es ist relativ vielschichtig, was wir machen. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Man wird auch heute Abend merken, dass wir durchaus verschiedene Richtungen jetzt spielen werden. Das heißt, etwas Härteres, etwas Weicheres. Von daher, ja. Man sagt ja immer, dass der Sänger oder die Sängerin so die Galionsfigur, also der Leitwolf irgendwie. Ist das bei, ist das bei euch auch so? Ehrlicherweise, nein, wir sind alle gleich und wir haben einfach nur Spaß zusammen. Punkt. Was, du schreibst aber die Texte oder hast du dir erstmal das Material von Dying Angels, was sie schon hatten, drauf geschafft und bist noch gar nicht dazu gekommen, eigene Texte zu schreiben? Naja, also den ersten eigenen Text habe ich jetzt auch schon geschrieben. In der Tat war es aber erstmal so, dass da schon super Material da war und wir das erstmal jetzt dann gemeinsam uns erarbeitet haben. Also von daher, das war der erste Schritt. Alles klar, gibt es irgendein Management oder macht ihr alles selbst? Wir machen alles selber, also so weit sind wir auch noch nicht. Wenn es irgendwann geben sollte, dass wir Management irgendwie einen Start bekommen, ist das cool. Momentan, wo wir uns stehen und wo wir uns momentan sehen, kriegen wir so Konzerte ganz gut selber gewuppt.
Wie ist es mit den Fans? Also wie kommuniziert ihr mit den Fans? Seid ihr irgendwie soziale Medien aktiv? Also das heißt Instagram, Facebook oder so? Ganz gut. Ja, Instagram und Facebook haben wir. Also und ja, haben wir jetzt auch neu frisch aufgefahren und ja, läuft auch ganz gut eigentlich. Also ich glaube, wir hatten dann irgendwie, nachdem wir die Facebook-Seite freigeschaltet hatten, hatten wir, glaube ich, dann also innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Wochen hatten wir dann 230 Follower dann, ne, erstmal schon. Und ja. Die kommen auch alle heute. Die sind interessiert. Okay. Wer macht das? Jeder macht einen Job bei euch in der Band. Jemand besorgt das Bier, jemand sieht, dass der Proberaum sauber ist, jemand sorgt für die Gigs und für Ersatzseiten, Ersatzstücke. Jeder hat so seinen Job. Ist das bei euch auch so? Ja, schon. Also neben mir sitzt der Meister der Facebook-Seite. Vielleicht sagst du ja mal was dazu. Genau, eine Staubsaugen. Mein Job ist eigentlich Bass spielen hauptsächlich. Ja, wobei der Matthias, der hat sich jetzt bei den ersten Songs um Texte gekümmert. Er hat ziemlich viel in den Texten beigetragen. Das stimmt wohl. Musik kommt recht viel von uns allen zusammen, aber auch Chris hat einen großen Anteil, was die Musik und das Songwriting betrifft. Und das muss man dann so sehen. Ja, Management und Facebook ist momentan so eher bei mir angesiedelt, aber das, wie es kommt, kommt. Normalerweise sind ja die Aktiven, also die ganz weit vorne wegrennen, sind ja immer die Schlagzeuger, oder? Eigentlich, wie ist das denn bei euch? Wie meinst du das jetzt? Ja, die Drummer sind dann die Manager, sind die, die die Band zusammenhalten. Wie ist das bei euch? Are you our manager and are you... No, I just play the drums. Just play the drums, yeah. And go back to the question, who is organizing the beer? It's Mike. Yeah. Okay, dann wäre das auch geklärt. Habt ihr konkrete Pläne, weil jetzt 2021, sagt man ja, geht es ja wieder los mit Gigs und so. Also seid ihr schon voll am Telefonieren und am Machen, habt schon ein paar Sachen in Aussicht? Ja, wir haben was in Aussicht auf jeden Fall. Wir wollen jetzt gucken, dass wir auf die Bühne kommen. Wir haben jetzt auch gesagt, wenn jetzt Newcomer vorbei ist irgendwie, danke nochmal dafür, dass wir dabei sein dürfen. Gute Sache das. Sehr gerne. Ja. Werden wir uns nochmal für 2-3 Monate den Proberaum verziehen, die Setlist noch ein bisschen updaten. Und geplant haben wir im September, Oktober vielleicht nochmal 1-2 Gigs zu spielen für dieses Jahr. Und dann haben wir schon wieder Herbst und dann müssen wir sehen, was Corona macht. Ist leider so. Ich drücke euch die Daumen, dass das Dying Angel Schiff noch lange unterwegs ist. Nur noch eine kurze Frage. Man fragt ja immer, wie ist der Musikstil? Ihr sagt, das ist solider Metal, aber gibt es auch so Subgenres, wo ihr euch ansiedeln würdet oder reicht euch solider Metal, sagt alles über eure Musik? Ja, das ist immer schwierig, sich selber bewerten zu müssen und kategorisieren zu müssen. Ich glaube, das fällt uns wirklich am schwersten, weil wir so unterschiedliche Musikrichtungen hören und gut finden und auch daherkommen. Und das, wie wir schon gesagt haben, das fließt in unsere Musik halt ein. Und da soll sich vielleicht heute Abend jeder selber ein Bild davon machen. Das ist eine Aufforderung an euch da draußen. Macht euch ein Bild von Dying Angels und vor allen Dingen liked sie, geht auf ihre Seiten und ladet sie zu euren Gartenpartys ein, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs Bock haben, Bier zu trinken, oder? Auf jeden Fall. Apfelwein nehmen wir auch. In diesem Sinne viel Spaß heute Abend und vielen Dank, dass ihr hier wart und bei dem Interview dieses Gespräch gemacht habt. Und ihr da draußen viel Spaß mit Dying Angel.